Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wooch Galaxy. Im letzten Part haben wir hier beim Speicherpunkt bei den zweiten Aussichtsplatz. Aussichtsplatz? Aussichtsdeck, ja gut, Aussichtsblatt, das Aussichtsdeck ist ja alles dasselbe. Aufgehört zu spielen und ja, dann machen wir heute einfach mal weiter. Da ist eine Schatzkiste. Dass wir die noch nicht geöffnet haben, wundert mich. Zwei Bonbons. Fällt mir gerade das Lied Bonbon ein, nur ich habe keine Ahnung mehr, wie das... doch, Bonbon. Nee, keine Ahnung. Ihr werdet es nicht glauben, wir sind nur irrtümlich auf Vedam gelandet. Aber solange sie bei mir ist, ist überall das Paradies. Ha, warte mal. Ja gut, sieht schon. Ja. Hab schon bessere gesehen. Von hier aus sieht auch wirklich alles toll aus. Vielleicht ist es gut so. Oh, ist es denn ja ernst da draußen? Da geht heute schon einen kompletten Tag so eine scheiß Sirene. Das nervt doch. Was bist du denn? Willst du die da hinten bedrohen? Was zum? Ich weiß nicht, ob sie frisch verheiratet sind, aber sie geben total an. Die gehen mir echt auf die Nerven. Wisst ihr, den kompletten Tag nehme ich nicht auf. Und jetzt, wo ich die Aufnahme starte, geht wieder so eine scheiß Sirene. Seit dieser Gale sich in der Stadt herumtreibt, sieht man nicht mehr viel von Sex Moriarty. Sex hat sich in letzter Zeit nicht gerührt, aber nur, weil er irgendwas vorhat. Ach, ich weiß doch jetzt schon, dass wir gegen den Typen am Ende kämpfen dürfen oder so. Könnte ich drauf wetten, eine Schatzkiste und ein paar Monster, die uns... Oh, das ist schon wieder sowas. So, Prägung durchbrochen. Ah! Theoretisch könnte ich ja jetzt angreifen, aber ich lasse es mal lieber sein. Ich bleib bei Fernkampf. Das ist wesentlich effektiver. Und wir sollten es geschafft haben. Ja, wenn wir jetzt nicht paralysiert wären. Ja, komm! Das überleben wir noch. Das überleben wir nicht mehr. Nee, keine Fähigkeiten, Gegenstände, Heilung. Und tschüss. So will ich das doch haben. Ein Kampf noch, dann ist unsere Waffe maximiert. Nice, aber ich glaube, danach brauchen wir immer noch... Der Typ stand eben noch nicht hier. Auf der Aussichtsplattform, wo man den Mond sehen kann, gibt es einen besonderen Insektoid. Ich habe ihn aber nie gesehen. Er soll das Stella irgendwas Erz mögen. Okay. Das sieht mir aus wie eine Waffe. Aber von den Insektoid habe ich ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr unbedingt groß dran erinnern. Das ist eine Waffe, eine bessere Waffe für Kisala. Nice! Da könnte die doch jetzt eigentlich auch in den Angriff gehen wieder, ne? Nee, das ist bei Strategie. Da lassen wir Kisala jetzt mal wieder angreifen, ne? Einzeln kämpfen. Mit so einer besseren Waffe, da ist er ja schon... Oh. Besser. Was ist denn das? Eine Bestie auf blutrünstiger Pirsch. Halte einen Spiegel hoch, um das Licht zu reflektieren und sie zu blenden und zu verwirren. Schneeornament oder wie? Was muss man jetzt hier machen?
Alter, wir haben schon 40 Jägermünzen. Geil sind wir. Alter, ja, das einzigste Spiegelähnliche, was ich hier habe, ist eine Spiegeleinheit. Und jetzt? Was zum Teufel? Du willst mich doch verarschen. Ein Bosskampf. Okay. Haben wir 102. 102 ist das Beste, was wir bisher... 124. Sind aber alle schon maximiert. Ach, scheiß drauf. Nimm mal die. Die sieht am besten aus. Und ist das unsere beste Waffe bis jetzt. Wieso zum Teufel haben wir jetzt hier einen Bosskampf? Ich habe keine Ahnung mehr, was das... ruft die mal, um allen Feinden Schaden zuzufügen. Alle Feinde an, die macht Schütze von Statusabweichung, ruft bei allen Feinden. Dann machen wir mal das hier. Okay, das kam jetzt überraschend. Here we go. Ich mach Illusionsschwert. Ach nein, das ist so ein Riese. Oder doch nicht. Hä? Der hat eben Schaden bekommen. Oh, wie? Alter, das Vieh ist böse. Das sieht uns. Okay, man muss wirklich springen. This is not good. Not good. Ich glaube aber nicht, dass wir das jetzt wirklich schaffen hier. Dann zieht uns das auch noch so viel Schaden ab, dass wir, selbst wenn wir blocken, 30 Schaden bekommen. Ja, und ein Schlag von denen zieht uns komplette Leben ab. Illusionsschwert bringt hierbei, denke ich mal, nicht, so wie es aussieht. Das schaffen wir nicht. Das ist zu stark für uns. Das ist noch nicht für unser Level geeignet. Probieren wir es mal mit Blitzschwert. Vielleicht geht das ja besser. Das schaffen wir nicht. Obwohl, das könnte doch noch gehen. Wir probieren es weiter mit Blitzschwert. Wird zwar ein äußerst ekelhafter Kampf, aber wir haben genügend Heilungen. Ja. Ja, wir haben genügend Heilungen.
bekommen. Alter! Ich glaube nicht, dass uns das so... Jetzt heilen. Keine Dreifachheilung. Das schaffen wir noch. This is not good. Das Vieh ist zwar definitiv nicht für unser Level geeignet, aber das schaffen wir. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Knie nieder, du Knecht. Oh, war das eine schwere Geburt. Das Vieh war definitiv nicht für unser Level. Und vor allen Dingen, was war das? Ah ja, wir sollen uns von hier unten fernhalten, weil hier Monster angreifen können. Das hat man uns erzählt. Oh, das. Wir haben aber auf alle Fälle was bekommen. Eine Waffe haben wir doch bekommen. Ausrüstung. Ist jetzt nur die Frage, für wen war die Waffe, falls es überhaupt eine Waffe war. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ne? Wächter 44 hieß das Ding. Und ich finde es nicht. Huh. Würde mich jetzt aber wirklich mal interessieren, wo das ist. Gehen wir mal alles durch. So eine 44 ist nicht zu übersehen. Hier haben wir es doch. Diese kleine Schnellfeuer-Gatling-Kanone für Diegos rechten Arm entfesselt gewaltige Kräfte. Das ist dann anscheinend eine Waffe für einen Char, den wir noch nicht freigeschalten haben. Denn ich weiß nicht, wer Diego ist. Also war dieser Bosskampf jetzt wirklich noch nicht für unser Level gedacht. Yuppie-du. Punkte tauschen können wir aber mal. Das ist der Boss. 8500, das ist aber ein netter Punkt. Boah, das ist eine. Das ist eine respektable Punktzahl. Nice. Wenn ich auf die Map gucke. Ja, wir laufen den Weg zurück. Erstmal wechseln wir wieder unsere Waffen. Verbündeten. Ausrüstung. Ausrüstung ändern. Die wilde Klinge. Und danach haben wir wirklich noch eine weitere wilde Klinge, die wir maximieren müssen. The Moriarty Family, huh? Sounds dangerous. Na, Moriarty Family hört sich dangerous an. Och nee, ich mag diese Chili. Ich fick euch. Ja, folgt mir jetzt nicht. Die Chile-Männer sind. Die mag ich nicht. Ich hab nicht vor, in einen Bosskampf. Ne, in einen Bosskampf. In einen Kampf meine Waffe andauernd wechseln zu müssen. Das ist nervig.
Das, dagegen kämpfe ich gerne. Ah, ja, chill doch mal. Alter. Ja, toll. Zum Glück haben wir noch genügend Heilungen. Tschüss. Und damit sind meine beiden Waffen maximiert. Two-way. Verbündete. Ausrüstung, wilde Klinge ändern mit wilder Klinge. Und der Destructo Blaster ist ebenfalls maximiert. Schauen wir jetzt mal. Aha, Gegenstände. Toadi kombinieren. Schleuderhose, nee. Was ist das hier unten, ne? Kältefeuer brauchen wir auch nicht. Radikalfrost, Barriereschuss, Wächter, was weiß ich, Elektrodüse, wo haben wir das ganze Königsgeschütz? Destructoblaster und Radikalfrost, Bindefrost. Das sollte doch funktionieren, oder? Tatsächlich, und wir bekommen einen Gerechtigkeitsstrahl für die Gerechtigkeit. Nice, mal schauen, was der so drauf hat. 155, das ist schon nicht übel. Da haben wir eine bessere Waffe bekommen. Nice. Dann werden wir den jetzt maximieren. Ich hoffe mal, dass damit die Monster noch leichter zu besiegen gehen. So, ist es ein... Ach, das ist ein Müllbeutel. Das sah gerade aus wie ein Hund. Streuner, ja. Können wir ja mal gleich testen, wie die Waffe abgeht. Ach, okay. So viel habe ich bis jetzt davon noch nicht gesehen. Also von den abgehen. Obwohl, ja, die läuft schon. Ja, die läuft sehr gut. Das gefällt mir. So, wir dürfen jetzt aber nicht mehr so weit laufen im Kampf-Endbildschirm. Oder Endkampf-Bildschirm. Oder halt so. Weil hier kann noch was spawnen. Wie zum Beispiel Niki. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau. Miau, 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 miau. The Moriarty family, huh? Sounds dangerous. Ach, scheiße. Ja. Na gut. Dann machen wir hier halt einen richtig, richtig fetten Umweg. Mit den Typen reden wir nicht. Die ganzen Labordinger interessieren mich eh einen Scheißdreck. Ich hab nicht vor, das Labor nochmal zu verwenden. Red mal eher mit Z. Typen wie Gale sind echt gefährlich. Aha. Was haben wir hier? Werkzeugladen geradeaus. Das hört sich doch gut an, wenn da kann man auch wenigstens speichern. Boah, Arsch. Lass mich doch die Katze anlabern. Wieso stirbt die denn? Was ge- Oh, das ist unsere. Oh. Ich hoffe, der Laden hat ein paar Heiltränke und Wiederbelebung. Jupp, also die Waffe, die zieht schon eine Menge. Die Waffe gefällt mir. Da ist eine Wiederbelebung, geil. So, wo ist jetzt ein Muschi? Brosch. Das. Lol, das ist ein Hund? Oh, was für ein geiler Köter. Okay, der gefällt mir. Der ist cool.
So, da können wir uns erstmal heilen. Da geht's nicht rein und hier ist der Laden. Heilen wir uns erstmal hier. Reden mit Tico. Habt ihr Geld dabei? Was interessiert dich das denn? Die Tür ist im Moment fest verschlossen. Ich hab's trotzdem sehr genossen. Wo ist dann der Eingang zum Laden? Hä? Oder ist der Typ? Habt ihr Geld dabei? Ja, ist ja schön. Das ist doch der Laden, oder nicht? Wieso kommen wir da nicht rein? So ein Scheiß. Todesdreher. Das ist neu. Oh Gott. Die Sada machen ruhig. So regelt man das. Und eine weitere Wiederbelebung bekommen. So, ist hier noch irgendwas, was nachspawnt? Sieht nicht so aus. Wieso kommen wir da in den Laden nicht rein? Das finde ich irgendwie nicht so schön. Müssen wir den auch einmal freischalten oder sowas? So, jetzt sind wir hier oben. Würde ich sagen, laufen wir dahin. Oder? Ja, uns bleibt keine andere Möglichkeit. Hier ist nochmal nur ein Geist. Let's keep this pace up. Oh, süß. Ihr seid nicht so süß. Okay, den hauen wir normal weg und bei den nächsten, gegen den wir dann kämpfen, machen wir den Brennschlag. Cool. Ja, komm. Meine Güte. Ha. 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 Und ha. Weggebumst. Und tschüss. Und tschüss. Ha. Locker. Easy. So, da geht's hoch. Wenn wir hier lang laufen, sollten wir da hinten wieder rauskommen. We better collect some information first. Da ist eine Schatzkiste und da hinten, das sieht mir doch aus wie noch mehr Schatzkiste. Lol. Der hat jetzt aber ordentlich Damage bekommen. Nein, wieso ist denn die schon wieder tot? Alter. Not good. Chillt mal euer Leben. Jungs. I needed that. Nein, das wollte ich doch nicht. Ich wollte eine normale Heilung. Oh Gott. Die Monster packen mich hier noch. So, kein Imitator, kein Ja, nice. Schneeornament. Und Tier. Nothing but tough guys, huh? Ich hab doch jetzt schon wieder. Nicht ohne Sonnenschlüssel, okay. Och, nice. Kein Imitator, cool. Wir haben lange keinen Imitator mehr gehabt. Das könnte immer so sein. Ich mag Imitatoren nicht. So, da geht's weiter rein. Udera. Und wo ist Schwester da? Das Insektworn ist auf Zera der Hit. Ich suche hier auch nach einem seltenen Insektoid. Das sieht mir so aus, als würde uns der nicht reinlassen. Kann das sein? Heinz. Heinzchen. Dies ist unser Gebiet. Fremde, verschwindet. Ja, wir kommen hier tatsächlich nicht rein. Voll der Bengel, Alter. Verschwinde doch selber. Wir haben Hunger. Habt ihr was zu essen? Ja, warte gleich. Kannst du ein bisschen Hundefleisch haben? Da hinten fährt der Zug.
Natürlich muss ich meine Verteidigung brechen, direkt wenn der anfängt auf mich zu springen. Get wrecked, scheiß Köter. So, hier hinten war doch auch noch wer, oder? Oder nicht? Doch, da steht er. Mox. Ein Edelstein von Wedern bringt immer viel Geld. Wenn du ihn nach Zerat schmuggeln kannst, baden wir im Zaster. Na dann, gib mal her das Ding. Egal, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier erstmal die Folge und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wir haben in dieser Folge ja wieder relativ wenig geschafft. Na gut, wobei relativ wenig ist relativ. Wir sind von hier oben den kompletten Weg hier dann gegangen. Haben allerdings noch das Ganze vor uns. Also, wobei, mit etwas Glück können wir nächste Folge schon das Stern erreichen. Den Stern. Ja, das Stern erreichen wir. Egal, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Verschwinde mal ganz kurz hier von der Map. Und ja, freue mich, wenn wir bekommen Abos und Likes. Und dann wünsche ich euch noch bis zum nächsten Mal ein zuckersüßes Tüdel. XD, ciao.